Hey, ich möchte gerne mit dir teilen, was ich beim Schweigen erlebt habe. Ich habe ja mit Ramona, Nikolai und Tobias zusammen geschwiegen. Wir wollten eigentlich 3 Tage schweigen. Ich bin dann bei 5 gelandet, weil ich so diese Zahl 5 ab dem 3. Tag so ganz stark in mir hatte. Und es war auch so eine runde Sache für mich. Ja, ich fange mal beim Anfang an. Es gibt ja so ein Vorher-Video, was du dir auch anschauen kannst, wo wir geschildert haben, worauf wir uns geeinigt haben. Also das Schweigen hieß, nicht miteinander zu reden, sich nicht in die Augen zu schauen, nichts zu lesen, kein Internet, kein Handy. Nichts machen. Einfach sein. Ja. Ich bin ja hier in Thailand im Dschungel, für die, die es noch nicht wissen. Und ich habe das schon einige Male gemacht, auch 10 Tage schon mehrmals. Und das Abenteuer jetzt war, dass wir niemanden hatten, der auf uns aufgepasst hat, sondern wir waren einfach unter uns zu viert. Wir haben einen Ort bestimmt, wo ein Zettel lag, wo man bis zu einer bestimmten Uhrzeit, bis 4 Uhr nachmittags, eintragen musste oder ein Häkchen machen musste, dass man okay ist. Und das haben wir auch alle getan. Ja, wie ist es mir ergangen? Die ersten 3 Tage waren so die erste Phase, wo ich sehr viel geschlafen habe. Erstmal mich ausgeruht habe. Ich habe zwar schon so immer das Gefühl, dass ich gut für mich sorge mit dem Schlaf, aber trotzdem kommt dann in so einer Zeit noch mal mehr Erschöpfung raus. Ich hatte während dieser Tage sehr schwer damit zu kämpfen, wirklich einfach nur zu liegen oder nichts zu tun, also zu meditieren. Weil in meinem Kopf ganz laut immer die Stimme war, ich muss was leisten, ich muss was machen, ich muss was produzieren. Und da kamen dann auch so Sätze wie, ich habe nicht genug, ich bin nicht genug. Und ja, das ist auch so eine markante Sache in dieser Zeit, dass ganz viele alte Sachen hochgekommen sind, ganz viele Glaubenssätze sind deutlich geworden, also die schon lange in mir schlummern. Oder auch Ängste sind hochgekommen. Wie gesagt, so dieses ich habe nicht genug, ich bin nicht genug. Und ja, die ersten 3 Tage sind vergangen wie im Fluge, die sind sehr schnell vorbeigegangen. Ich habe es geschafft, sozusagen mich nicht anderweitig abzulenken, sondern bin wirklich in die Sachen reingegangen, die da hochkamen. Und habe dann ganz schöne Erfahrungen gemacht durch dieses Ausruhen, durch dieses Runterkommen, dass sich mein Körper immer mehr entspannt hat und der Atem sich komplett im ganzen Körper ausgedehnt hat und ich wirklich gespürt habe, wie jede Zelle meines Körpers atmet. Und da kam dann auch so ein Gefühl von, das Leben atmet mich. Und es hat sich so, so schön angefühlt und da ist mir so bewusst geworden, dass das Leben gut ist. Dass das Leben Gutes will. Und es war eine sehr nährende und wichtige Erkenntnis. Ich habe gemerkt, ich bin hier in der Natur, von Natur umgeben und da ist so viel Fülle. Und dieser Glaubenssätze von ich habe nicht genug, ich bin nicht genug, die konnten ja gar nicht greifen, weil einfach so viel Fülle da ist. Die Natur ist so saftig, so reich.
Mir sind hier auch alte Dinge wieder eingefallen, zum Beispiel eine Vision, die ich mit 22 hatte, als ich auf La Gomera war, auch ganz lange in der Natur, also in der Höhle gelebt. Und damals hatte ich die Vision, dass ich mal ein Zentrum auf dem Land haben werde, wo Menschen hinkommen können, um sich auszuruhen und zu schlafen. Und das habe ich, also ich bin daraufhin Heilpraktikerin geworden und habe das dann so ein bisschen, ich habe das schon im Hinterkopf, aber ja, und jetzt ist es wieder so stark rausgekommen. Und jetzt mache ich ja mit dem Tobias von Voletics zusammen die Retreats, die Meditationsretreats, und wo es auch ganz viel Stille gibt, also wo das, was die ganzen Erkenntnisse, die wir hier so gesammelt haben, einbringen können. Und da habe ich das Gefühl, da komme ich dem so ein Stück näher. Und wer mein Video gesehen hat, Freier Fall für die Liebe, der weiß auch, dass ich ja jetzt erstmal nicht zurückgehe in die Stadt, sondern wirklich diesem Wunsch nach, ich möchte auf dem Land leben, den ich auch schon seit vielen Jahren habe, endlich mehr Raum geben möchte und jetzt erstmal eine Weile umherreisen möchte in Deutschland, Freunde besuchen möchte, die auf dem Land leben, um einfach der Sache näher zu kommen. Und das kam jetzt auch einfach noch mal ganz deutlich während dieser Zeit. Ich habe ja die meiste Zeit die Augen geschlossen und die Aufmerksamkeit während des Schweigens geht die ganze Zeit nach innen. Ja, nichts kommt von außen, nichts geht nach außen, sondern ich kann die ganze Zeit nach innen gehen. Und ja, während ich in diesem Prozess war, habe ich das gar nicht so stark wahrgenommen, außer dass halt viele tiefe Sachen, also ich habe das Gefühl, ich war noch nie so tief in mir, in meiner Dunkelheit auch. Ja, da gibt es so, ich habe dann so Momente gehabt, wo ich echt so ganz aus der Tiefe so Sachen hochgekommen sind, wo ich gesagt habe, so ey, es gibt nichts Schlechtes, ich mache da jetzt das Licht an, ich will das alles wissen, was da in mir ist. Das bin alles ich und ich begrüße das, ich bejahe das, ich möchte es bejahen, auch wenn es total schmerzhaft ist. Der vierte Tag war auch der schmerzhafteste. Da kam zum Beispiel so ein Glaubenssatz hoch, von dem ich bisher auch nicht so viel wusste, aber ich habe ihn gespürt, dass er sich auswirkt. Und zwar, dass ich ein Schmarotzer bin, eine Schmarotzerin bin, wenn ich mich nicht zugrunde richte. Also wenn ich nicht so viel tue, dass ich kaputt gehe, dann verdiene ich es nicht zu leben. Und es tut richtig weh, sowas zu erfahren, dass es sowas in mir gibt und dass sowas so ein Satz in mir wirkt. Das Gute ist, dass er rausgekommen ist. Ich kenne ihn jetzt. Und ich kann sagen, dass ich diesen Satz nicht bestätigen möchte. Ich möchte glücklich und liebevoll leben und ich möchte leicht leben und mich nicht zugrunde richten für irgendwas, für irgendwen. Ich habe gemerkt, dass ich zu meiner männlichen Seite so eine starke Ablehnung habe durch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich habe gemerkt, ich habe Lust, diese Seite näher kennenzulernen. Und ich habe vom vierten Tag berichtet, der dunkelste für mich war. Es war dann auch, Ramona und Nikolai sind am dritten Tag ausgestiegen, aber dann war immer noch Tobias da und es war so, oh yeah, unser Haus ist noch drin. Und dann am vierten Tag, am Nachmittag, ist er ausgestiegen. Und das war sehr, sehr schmerzhaft für mich, weil ich sehr viel Angst habe, allein zu sein und verlassen zu werden. Ich war auch diejenige, die in den Vorgesprächen immer gesagt hat, mir ist es wichtig, dass wir uns ein-, zweimal am Tag
treffen und in Stille meditieren, weil ich Angst hatte, die ganze Zeit allein zu sein. Das hat sich zwar vorher im Vorhinein schon geklärt, sodass wir uns dann doch darauf einigen konnten, dass jeder für sich ist, jede für sich ist. Klar, wir sind uns ab und zu mal begegnet, wenn man zusammen lebt oder zusammen am Wasserfall oder ja, der ist einfach so schön, natürlich will ich dahin oder an die Plattform. Aber wir waren einfach trotzdem den Tag über für uns und auch die Nacht. Und als dann Tobias ausgestiegen ist, kam halt dieses, boah, ich bin verlassen, ich bin jetzt die Einzige, die noch da ist und ich muss jetzt hier alleine schweigen. Und gleichzeitig hatte ich aber auch diese Zahl 5 im Kopf, die mir Stabilität gegeben hat, die mir gesagt hat, so, oder die mir die Kraft zum Durchhalten gegeben hat, weil ich vertraue meiner Seele, ich vertraue mir da, dass das einen Sinn hat. Ja, und dann bin ich halt nochmal in Berührung gekommen mit diesem Schmerz und war für mich da. Und dann, am Abend, gab es dann nochmal so einen spannenden Moment, weil ich gemerkt habe, dass in diesem Auslöser noch was anderes drin steckte. Und zwar mein Geburtstrauma oder eine Erfahrung aus der Geburt. Ich hatte so Bilder von der Geburt, sowieso ganz viele klare Bilder, ganz viele klare Träume in der Zeit. Und da habe ich mich erinnert, dass ich nicht gekommen bin, geboren wurde, als ich das wollte, sondern es war Hochsommer. Meine Mutter war das langsam genug. Sie wollte, dass ich endlich rauskomme. Ich war überfällig und ist dann so rumgesprungen und dann hat das die Geburt ausgelöst. Und ich habe gemerkt, ich habe totale Probleme damit, wenn Ereignisse passieren, die ich nicht kontrollieren kann, wo nicht ich gesagt habe, so, ich steige jetzt aus oder ich gehe jetzt weg, sondern es passiert mir. Tobias ist weggegangen und auch mittendrin, also so unvorbereitet für mich. Dass nach 3 Tagen jemand geht, ja, das hatten wir ja abgesprochen, wir wollten 3 Tage schweigen, aber nach an der Hälfte des 4. Tages, boah. Ich wusste, er macht es, weil er gut für sich sorgt, weil er das für ihn gerade richtig ist. Aber ich war da noch mit meinen Gefühlen. So. Und ich war unvorbereitet und ja, hatte dann diese Erinnerung an die Geburt, wie dass das auch so schlimm für mich war da. Boah. Ja, die Geburt halt, so rauszukommen, nicht zu wissen, was passieren wird. Ich war noch nicht bereit und ja. Ich habe dann in der 4. Nacht auch kaum geschlafen, weil ich da einfach boah, so mit diesen Gefühlen konfrontiert war und die ganze Zeit damit zu tun hatte, irgendwie für mich da zu sein, mir Schutz zu geben. Ich habe mir Kerzen angezündet, ich habe Rescue-Tropfen genommen und habe dann diese Nacht irgendwie durchstanden und der 5. Tag war dann ganz schön. Das war dann wie die Belohnung, weil ich wusste, okay, ich möchte um 4 Uhr aus dem Schweigen rausgehen und ich hatte quasi den ganzen Tag Zeit, mich darauf vorzubereiten, auf diesen Moment. Und hier im Ort war irgendwo eine Hochzeit und ich habe die Musik gehört und das Gefeiere und es war wie so ein, da war so eine Freude in der Luft und bei mir war halt die Freude, dass ich das mit mir durchgestanden habe, diese Ängste, dass ich nicht geflohen bin, dass ich nicht gesagt habe, ich bin jetzt allein, ich steige jetzt auch aus, ich will nicht alleine hier das machen und ich war für mich da und es war total tief. Total wieder einmal mehr, ich kann mich auf mich verlassen, ich bin für mich da. Ich sorge gut für mich.
Und es war auch gut, mich so langsam darauf vorzubereiten, okay, ich gehe jetzt wieder in die Welt, ich gehe jetzt wieder ins Sprechen, es kommt jetzt eine neue Phase. Ja. Ich will aber noch nicht mit dir zusammen rausgehen aus diesen 5 Tagen, weil es gibt noch einiges zu berichten, was da drin noch so passiert ist. Und zwar mit dem Essen. Es war so, dass viele meiner Gedanken darum gekreist sind. So, wann kann ich wieder essen? Ja, das war dann schon so eine Art Beschäftigung. Andererseits hatte ich aber auch viel Zeit, meditativ zu essen und ganz bewusst zu essen, ganz langsam zu essen, zu spüren, was das Essen mit mir macht. Einige werden es vielleicht wissen, dass Essen für mich ein großes Thema ist, weil ich ja zuckersüchtig war. Da gibt es auch Videos dazu. Und immer noch auf diesem Weg bin, ja jetzt seit einiger Zeit mich hauptsächlich rohköstlich ernähre und immer noch oder immer feiner spüre, was für meinen Körper gut ist und was nicht gut ist. Ja, und diese Zeit war einfach sehr fein, sehr sensibel, da nochmal reinzuspüren und zu merken, wie gut mir das tut und was mir gut tut. Und ja, was mir sehr schwer gefallen ist in den Tagen, ist, die anderen nicht anzugucken. Da nicht so ein Feedback zu bekommen, nicht zu sehen, wie es den anderen geht. Das war was Schweres. Also am Anfang ging das auch noch so, da musste ich erstmal reinkommen in das Nicht-Anschauen. Irgendwann habe ich dann gemerkt, ich stumpfe, also ich sehe nur noch den Körper, aber nicht mehr den Kopf oder die Augen, das Gesicht. Was ich eine sehr spannende Erfahrung fand, war, auch die ich sehr mitnehme, ist, dass ich dadurch, dass ich ja nicht reden konnte, nicht sagen konnte, hey, ich brauche gerade den Raum hier für mich oder ist es okay, wenn ich hier auch liege? Ich war gezwungen, ich war auf mich zurückgeworfen, nur für mich zu sorgen und ich konnte die Lösung nur in mir finden. Ja, wenn ich alleine sein wollte und da war schon jemand anders, dann musste ich gehen, weil ich nicht sagen konnte, hier kannst du mal bitte rausgehen. Oder wenn ich da irgendwo mich hingelegt habe, weil ich da sein wollte, dann habe ich nicht gefragt, oh, ist das okay, sondern ich habe mich darauf verlassen, der andere geht dann, wenn es ihm nicht passt oder ihr nicht passt. Und es ist total gut zu merken, dass ich eine eigenständige Lösung in mir finde. Ja, für mich zu sorgen, ohne jemand anderen mit einzubeziehen. Ich komme ja sehr stark so aus dieser Opferrolle auch. Habe ich mich schon vor langer Zeit sehr daraus befreit. Das sind jetzt nur manchmal noch so Momente. Aber das hat diesem Teil sehr gut getan, weil ich nicht machtlos war, weil ich nicht ein Opfer der Situation war, sondern immer wusste, okay, wenn mir was nicht gefällt, dann muss ich halt was ändern. So. Und ich kann das nicht machen, indem ich den anderen verändere oder versuche zu verändern. Ja. Was war noch? Die Klarheit, jetzt mein Leben stark zu verändern, da mit dem Beruf beruflich mich zu verändern, also nicht jetzt den Beruf zu wechseln, aber einfach Klarheit darüber gewonnen, dass ich ortsunabhängiger arbeiten möchte, dass ich mehr Retreats machen möchte. Und ja, da irgendwie auf der Suche bin nach einem Weg. Klarheit darüber gefunden, dass ich aufs Land ziehen will.
Klarheit darüber gefunden, dass ich mehr Zeit mit mir verbringen möchte und mit dem, was aus mir herauskommt, was in mir ist, und das mehr zu erleben. Noch eine lustige Sache, ich mit den Gedanken während dieser Tage. Es war ja eine Zeit, wo ich viel Zeit hatte, durch die Ruhe, meine Gedanken zu beobachten. Ja, also es war eigentlich eine permanente Meditation. Und es gab einen Gedanken, der immer wiedergekehrt ist, weil ich gesehen habe, wir bestellen ja hier immer zusammen Kokosnüsse und die Liste hat irgendwie nicht gestimmt. Es waren eigentlich 40 Kokosnüsse und standen aber nur 30 auf der Liste und es fehlten 10 und ich musste es mit den Leuten besprechen und ich wusste aber, ich kann es jetzt noch nicht besprechen. Es sind ja noch 3 Tage, es sind ja noch 2 Tage und es ist noch 1 Tag. Und dieser Gedanke kam aber immer wieder und dann diesen Umgang zu lernen mit Gedanken, die immer wiederkehren. Es war dann ein Running Gag für mich. Und ich dann immer nur so, ja, ich kann es aber immer noch nicht ansprechen, du musst nochmal wiederkommen. Und es war ganz spannend, so. Das kennst du vielleicht, diese Gedanken, die immer wiederkehren. Und wie kann ich mit denen umgehen? Ja, und wie gesagt, ich habe dann gelächelt und habe den Gedanken willkommen geheißen. Und habe auch gesagt, dass es gerade nicht hilfreich ist oder nicht möglich ist, den zu klären und ob er nicht irgendwas anderes, hilfreicheres denken möchte. Ich habe auch immer wieder ein Lächeln in meinen Körper geschickt, in jede Zelle meines Körpers. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich ja immer noch dabei bin, meinen Körper zu akzeptieren, so wie er jetzt gerade ist. Und es war schön, ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich ihm ein Lächeln schenke, wenn ich mir ein Lächeln schenke, jeder Zelle meines Körpers, besonders den Stellen, den Körperstellen, die ich nicht so annehmen kann. Und es hat mir richtig gut getan. Und ich habe auch gemerkt, dass durch diese Tage meine Wahrnehmung immer feiner geworden ist. Ich habe ja für jeden von uns so ein Vorher-Nachher-Aura-Bild gemalt. Und bei meinem ist mir dann einfach klar geworden, beim Zeichnen, dass durch dieses in mich Lauschen, das immer feiner geworden ist, so die Wahrnehmung für mich selber, ja auch für den Energiekörper, der um mich rum ist. Und dieses in mich hineinlauschen, habe ich dann im Nachhinein gemerkt daran, dass ich, als ich wieder in die Welt rausgegangen bin und die Menschen angeschaut habe, dass ich das Gefühl hatte, die können total tief in meine Seele schauen, können durch die Augen in mich hineinschauen. Und ich habe gemerkt, dass Gefühle von innen stärker nach draußen kommen und einfach so rausploppen und ganz stark da sind. Eine Traurigkeit kam da zum Beispiel. Traurigkeit darüber, dass ja einige von uns hier bald gehen. Und sie war dann einfach da und es war okay und sie dürfte einfach sein. Ja, noch eine ganz weitere spannende Erfahrung, Erkenntnis, die ich hatte, war, dass ich gemerkt habe, dass da ganz viele Gefühle in mir auftauchen. Und dann kommt der Kopf, der da irgendwelche Gedanken zu hat. Der Geist, der irgendwelche Gedanken dazu hat. Und vorher war es einfach nur eine Traurigkeit oder ein Gefühl von Einsamkeit. Und der Kopf baut dann Geschichten drumherum, warum das ganz schrecklich ist und was da schlimm ist und warum und welche traumatischen Sachen mir da widerfahren sind. Und es war genial, das zu spüren, dass es 2 Dinge sind, dass die nicht zusammengehören.
Und ich habe gemerkt, ich möchte das weiter üben, einfach das Gefühl zu spüren. Und den Kopf, den Geist, die Gedanken zu hinterfragen. Und ich habe auch ein bisschen geübt, dem Geist Fragen zu stellen, ob das wirklich stimmt, ob das immer noch so ist. Und habe ihn gebeten, sich doch mal schönere Sachen auszudenken. Ein bisschen gespielt mit meinem Geist. Dann bin ich am fünften Tag, am Nachmittag, dann ausgestiegen oder rausgetreten. Und hatte das Gefühl, ich will das erstmal feiern, weil ich wusste, diese 5 Tage, das ist was Besonderes, das kommt nicht so bald wieder. Oder ja, es ist einfach was Besonderes und ich habe das geschafft mit mir. Für viele ist es ja eine totale Herausforderung, nicht zu reden, kein Handy in der Hand zu haben, nicht ständig bei Facebook zu gucken. Oder zu reden, der Kontakt mit anderen Menschen. Ja, und ich habe das geschafft und das wollte ich feiern. Dann bin ich was essen gegangen und war dann noch ganz still und in Ruhe. Und dann bin ich zurückgekehrt und habe Tobias getroffen und die Ramona und Nikolai und dann so langsam erstmal ausgetauscht, was so war. Und ich merke jetzt, es ist eine Weile her, jetzt schon eine Woche oder so, wie diese Erkenntnisse und die Erfahrungen sich immer stärker in mein System reinbegeben und Neuprogrammierungen vollzogen werden. Ja, all diese Altlasten, die gehen raus aus meinem System. Ich erlebe die nochmal und dann kann ich sie loslassen. Es ist wie so ein Reinigungsprozess. Ja, und das möchte ich gerne wieder machen, auch wieder für länger, weil ich merke, dass es sich schön anfühlt, so stark mit mir verbunden zu sein, diese Klarheit zu erfahren. Ja, und ich möchte diesen Raum auch anderen Menschen geben, deswegen machen wir im Sommer und im Herbst Retreats, im Sommer so ein Meditationsretreat. Ich verlinke dir das da unten auch mal in der Infobox und im Herbst ein Fasten, auch mit viel Stille. Also wenn du das auch mal ausprobieren möchtest, sei herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Ja, und ansonsten, vielleicht magst du es auch mal irgendwo ausprobieren. Oder mit dir alleine. Und ja, rauszukommen aus dem Machen und immer mehr im Sein anzukommen. Und diese Tage, klar, das sind so ganz intensive Zeiten. Und das Schöne ist es dann im Alltag weiter zu praktizieren. Sich Momente der Stille zu nehmen, Momente der Ruhe zu nehmen. Innehalten und einfach zu sein. Ja. Ich danke dir sehr, dass du das Video geschaut hast. Ich grüße den Gott, ich grüße die Göttin in dir. Und ja, freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Alles, alles Liebe für dich.